Ja, das heißt Denkschrift betreffend die Entwicklung des Kyōshū-Gebiets. Und das ist eine Jahresdenkschrift, die das Kyōshū-Gouvernement von 1898 bis 1910 jährlich herausgab. Okay. Ja, und es gibt in dem Buch zum Beispiel Beschreibungen über den jeweiligen Bereich, wie zum Beispiel Hafenbau oder Straßenbau und so weiter oder Bildungswesen. Also was sich in der Kolonie entwickelt hatte. Und ja, also wenn man über die Geschichte von über die deutsche Kolonialgeschichte im Kyōshū-Gebiet forscht, muss man diese Quelle haben. Ja, also vor der Besitznahme der Kyōshū-Bucht hatte Deutschland oder hatte das Deutsche Reich in China immer noch keine Kolonie wie Großbritannien oder Frankreich. Und der deutsche Gesandte hatte mehrmals bei der chinesischen Regierung verlangt, eine deutsche Kolonie zu erwerben. Aber er wurde also mehrmals abgelehnt. Und dann wartete das Deutsche Reich auf eine Chance oder auf eine Ausrede. So sah Qingdao damals aus. Also praktisch nur mit dem Yamen-Lager im Zentrum. Und da gibt es nur ein paar kleine Häuschen. Und da in der Nähe gab es noch zwei Dörfer. Also damals war die deutsche Mission SVD, also das heißt Societas Verbini Divini, also die Gesellschaft des Heiligen Wortes. Ja, diese Mission war in Shandong sehr mächtig, aber die versuchten immer in der Nähe vom Confucius Club eine Kirche zu bauen. Das ist eine Art, also Beleidigung für die chinesischen Konfuzianer. Ja. Und deshalb, und auch, also es gab damals Chinesen, die Verbrechen begangen hatte und dann flohen sie in die Kirche. Und dann konnte die chinesische Beamte nichts mehr tun. Und da gab es sehr heftige Auseinandersetzungen zwischen Chinesen und Deutschen. Und am 1. November 1897 wurden zwei deutsche Missionare vom SVD in Südshandong ermordet. Und das war eine gute Ausrede für das Deutsche Reich. Und dann wurde das Geschwader von Shanghai nach Qingdao beordert. Die chinesischen Soldaten begrüßten sogar die deutschen Soldaten. Also die hatten eine ganz falsche Vorstellung, was die Deutschen hier. Was sie vorhaben. Ja. Am 13. November 1897 war das Geschwader in der Kyōshū-Bucht und am zweiten Tag hatte das Geschwader, also das ganze Gebiet von der Kyōshū-Bucht erobert, und ohne einmal loszuschießen. Und dann hatte das Geschwader weiter Matrosen ins Hinterland geschickt, also um Druck auf die chinesische Regierung auszuüben. Und im zweiten Jahr, also im März 1898, hatte das Deutsche Reich mit der chinesischen Regierung einen Pachtvertrag abgeschlossen. Und dann hat Kaiser Wilhelm geäußert, the war der deutsche Ahr sich festgesetzt und seine Kralle ins Land hineingesetzt hat, das ist deutsch und wird deutsch bleiben. Dann begannen die Deutschen die Kolonie wie ein Stück Heimat zu bauen. Und also begann auch die Urbanisierung der Stadt. Und nach der Planung von dem deutschen Geograf Ferdinand Richthofen sollte die Kolonie später zwei Funktionen haben, nämlich ein Handelshafen und ein Marinestützpunkt. Nach der Besitzergreifung hatte die Deutschen hier ein Schiffsreparaturwerk gebaut. Eine Werft, Ja, eine Werft. Und hier wurden vor allem deutsche Kriegsschiffe repariert. Aber später wurde hier auch kleinere Schiffe gebaut. Ja. Und dann wurde eine Bahnstrecke zwischen Qingdao und der Hauptstadt der Shandong-Provinz gebaut. Damit ist die Kolonie auch mit dem Hinterland verbunden. Ja, das heißt, also chinesische Produkte konnten vom Hinterland nach Qingdao transportiert werden und dann weiter nach Deutschland. Und dann konnten auch die Waren, also vor allem Maschinen zum Beispiel, aus Deutschland nach Qingdao transportiert werden.
Und hier kann man sehen, dass es eine deutsche Kirche gibt. Ah, stimmt, da ist ein Kreuz oben drauf. Ja, gleich in der Nähe vom chinesischen Tempel. Tempel. Ja. Und hier ist die Grenze von Chinesenviertel und Deutschenviertel. Und diese Markthalle lag im Chinesenviertel. Mhm. Und das ist wirklich eine große Markthalle und die Chinesen konnten hier handeln. Mhm. Mhm. Damals wurde in China eine sogenannte Trennungspolitik oder Separationspolitik durchgeführt, nämlich die Europäer lebten nur im Europäerviertel und die Chinesen lebten im Chinesenviertel. Das ist schon eine Art Rassismus. Die deutsche Herrschaft dauerte bis 1914, weil eine Nachbarstadt von Qingdao, Weihaiwei ist, die war damals die britische Kolonie. Die Briten wollten nicht, dass gerade neben der britischen Kolonie noch eine deutsche Kolonie gibt. Und weil die Deutschen auch sehr viel investiert hatten, also in den Stadtbau zum Beispiel, wollten die Japaner auch die Stadt haben. Und deshalb schlossen sich die Japaner und die Briten ein Verbündnis und die griffen Qingdao an, also mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und sie haben zuerst Qingdao belagert und die Japaner waren dann von Nordshandong gelandet und sie attackierten Qingdao vom Land her. Also in Qingdao gab es nicht so viele Militärkräfte der Deutschen. Deshalb, nach einem heftigen Kampf, hatten die Deutschen im November 1914 bei den Japanern und Briten kapituliert. So war das Ende der deutschen Kolonialherrschaft in Qingdao. Diese Villa hieß ursprünglich Gouverneurswohnhaus. Also das bedeutet, der Gouverneur wohnte da und der machte oft zum Beispiel ganz offiziellen Empfang für chinesische Besucher oder für hochrangige Besucher. Und es wurde immer noch als die Residenz zum Beispiel Bürgermeister oder höchsten Verwalter von Qingdao. Und auch wurde das Haus zum Beispiel von Chairman Mao bewohnt. Ja, und es ist von der Architektur her das schönste Haus in Qingdao. Und deshalb ist das Haus immer sehr gut gepflegt und geschützt. Und heute ist es als Museum benutzt. Die deutschen Soldaten, die exerzierten hier auf dem Platz und der Gouverneur, der auch ein Marineoffizier war, konnte alles anschauen. Ja, also eine Art Aufsicht. Das heißt, die Soldaten hier gut trainieren sollten. Ja, also später wurde es ganz natürlich zu einem Sportplatz für die Studenten geworden ist. Ja. So viel ich von der Zeitung gelesen habe, versucht die Qingdaoer Regierung jetzt, die Altstadt also als eine Art Weltkulturerbe zu beantragen. Es gibt mehrere oder sehr, sehr viele alte Gebäude oder deutsche Gebäude aus der wilhelmischen Zeit. Und früher kannte man den Wert von den alten Gebäuden nicht und deshalb ließ man diese einfach abreißen. Aber heute weiß man, dass diese Gebäude nicht nur dem Tourismus dienen kann, sondern es ist ein wichtiger Bestandteil der Stadterinnerung. Also ohne diese Gebäude ist diese Stadt nicht mehr. Also das ist schon in den Stadtgeist eingeprägt. Ne? Das ist schon ein Teil von den Leuten hier. Wenn wir über Kolonialismus oder über Kolonialgeschichte forschen,
versuchen wir nicht, diese zu rechtfertigen. Aber das ist nur ein, das ist ein Stück der Geschichte, das ist die wahre Geschichte. Und manche, zum Beispiel manche nicht Qingdaoer Chinesen, die kritisieren die Qingdaoer. Warum die Qingdaoer diese Gebäude aus der Kolonialzeit so lieben? Naja, das ist unsere Stadt. Das ist, das macht Sinn, dass wir unsere Stadt lieben. Ja, das ist, das heißt aber nicht, dass wir diesen Kolonialismus lieben. Ja, das ist zwei, das sind zwei Sachen. Also eine Sache ist unsere eigene Stadt und also der, das andere Teil ist, das ist die Geschichte, ne, das ist die wahre Geschichte. Wir können die beiden schon gut verbinden. Ja, also wir können zum Beispiel auf der Straße gehen und dann die Häuser betrachten, dann kann man ja die Geschichte lernen. Die Brauerei. Ja, das ist das. Ja, das ist das in China das beliebteste Museum. Das Brauerei. Ja, ja, weil man da ganz direkt beobachten kann, wie man Bier braut. Aha. Und danach kann man auch ganz frisches Bier vom Fließband bekommen.